Freier Tag, schon 8:30 draußen, keine Wolke am Himmel, windig und es wird schon ziemlich warm. Ja, ob das mit dem Straßenverkehrsamt und so weiter was wird? Offiziell, einen Termin gibt es erst im September. So, ja, ich muss da irgendwas wie ein Regal oder sonst irgendwas hier einbauen. In 3 Tagen kommt der Matthias und alles steht noch irgendwie rum. Ja, jetzt gibt es erstmal Kaffee. So, mittlerweile 10:30 oder so. Kaffee durch. Jetzt muss ich meinen Garten. Wunderschönes Wetter. Und jetzt muss ich mal ein paar Pflanzen umtopfen, denn der Topf mit den kleinen Tomatenpflänzchen, die ich ja gezogen habe aus den Samen der Tomaten, die ich geerntet habe, der ist komplett zugewachsen. Oh no. Und zwar hier, sieht man es ja. Und, oh mein Gott, es geht schon wieder los. Verflucht nochmal, hier ist Scheiße im Garten. Also die Scheiße stinkt vielleicht, Mann. Oh Mann, ja, die totgeglaubten Ananas-Keimlinge hier, die ich geviertelt habe, da kommt überall was. Da und da auch. Und da. Ja, die gehen auch ab. Brauchen auch einen neuen Topf. Ja, jetzt muss ich mal sehen. Ne? Das muss alles umgepflanzt werden. Die Sonnenblume hier, die ist super schwach. Das ist die einzige, die im Blumentopf und die kann ich auch knicken. Von daher, die kommt raus aus dem Topf, da habe ich einen Topf mehr. Nichtsdestotrotz. Ja. Ja, unser Basilikum und Mint, haben wir zwei verschiedene Arten von Basilikum, die gehen ab wie Zäpfchen. Das ist das da hinten in der Ecke und schon fast doppelt so groß. So ein guter Invest von 2,60 $. So, mit der Gartenarbeit bin ich durch. Komplette Erde weg, alle Töpfe. Ja, ich habe immer noch ohne Ende Pflanzen übrig hier, Tomaten, obwohl ich die hier schon alle verteilt habe. Ja, einen kleinen Frosch hat man im Garten. Ich blende mein Foto ein. Und ja, wir haben ja alles Mögliche an Tieren, inklusive dem, das hier in den Garten kackt. Aber es passiert nachts. Das heißt, ich werde nachts wieder die Kamera aufstellen und es hoffentlich dann wirklich mal erwischen. Kann auch so eine Art Marder sein. Aber mal sehen. So, jetzt muss ich hier die Töpfe wässern und dann irgendwie im Garten verteilen, da wo sie Sonne bekommen. Und ja, die Lena hat hier die Boxen sauber gemacht. Sieht aus wie Hulle hier, aber gut. Und dann die restlichen Tomaten, die werden einfach irgendwo in den Garten gesetzt. Mal gucken, wenn sie was werden, dann werden sie was, und wenn nicht, dann nicht. So, der Tag verging wie im Flug und nach der Gartenarbeit ist nicht mehr viel passiert. Ich habe mich hingelegt, ein bisschen Poker gespielt, aber der erste Tag nach 4 Tagen Arbeiten und so weiter, ne, der steht ja auch immer unter dem Motto Entspannen pur. So, keine Wolke am Himmel, es wird langsam dunkel, beziehungsweise wir haben erst 5:30. Mein Nummernschild wollte ich heute auf jeden Fall noch hier installieren. Und Lien hat Essen gemacht. Reste essen. 5:30. Schon wieder zu viel gegessen. Mittlerweile dunkel. Jetzt muss ich mein Nummernschild mal dran machen. Jen hat Blüten gesammelt. Plumeria. Ja, Sonnenuntergang war nicht gut. Es gibt ja Webcams hier überall auf der Insel. Da kann man ja checken, ob der Sonnenuntergang gut ist. Da hätte ich mal vorher drauf kommen können. Ja. Just a sec, I gotta Gucke noch einen Film an. Thank you.